Ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wir streamen das auch alles auf Twitch. Hier sind irgendwie, oben ist ja auch eine Kamera, glaube ich. Ansonsten da und da. Freut uns natürlich, dass wir auch zu Hause Leute erreichen können, sich für E-Sport zu interessieren und dass sie auch mal einen Eindruck bekommen, weil sowas, wenn man sieht es hier geschlossen, kriegen die Leute am PC selber ja oftmals gar nicht dann so direkt mit, worüber die denn reden und was denn so der Plan ist. Von daher cool, dass ihr von zu Hause eingeschaltet habt da. Moin, Thomas. Ja, das war schon mal ein guter Auftakt. Jetzt kommt eine Keynote von Professor Dr. Thomas Borchardt von der Universität Leipzig. Und zwar E-Sport und seine Rolle in Sportdemokratie und Sportgesellschaft. Da wird quasi erläutert, wie die Rolle von Politik und Verbänden wie der ESBD in dem 100 Jahre alten Konzept der Sportdemokratie irgendwie klarkommt, wie das aussieht und wie man das dann auf die durchaus moderne Erscheinung von E-Sport anwenden kann und welche Veränderungen das auch mit sich bringt, gerade im Hinblick auf den Koalitionsvertrag. Bitte schön. Applaus für Professor Dr. Thomas Borchardt. Hallo. Tja, vielen Dank für die Einladung. Im Gegensatz zu meinen Vorsprechern oder Vorrednern werde ich nicht freisprechen. Einfach. Schon soweit, oder? Einfach, weil bestimmte Key-Messages ich unterbringen möchte und die Gefahr zu groß ist, dass ich die vergesse aufgrund der Komplexität des Problems. Aber, meine Damen und Herren, meine Einladung möchte ich verbinden mit mit der erstaunten Bemerkung, dass es seitens der Veranstalter der German E-Sport Summit, aber wohl auch für die Teilnehmer offensichtlich ein großes Maß an Leidensfähigkeit und vielleicht auch Toleranz deklariert wird. Dies bezieht sich darauf, dass es vermutlich erstmalig ist, im Rahmen einer solchen Veranstaltung die Keynote einem empirisch arbeitenden Bildungswissenschaftler zu überlassen. Im Kern möchte ich mich mit der Positionierung des Phänomens E-Sport in einer in sich immer weiter ausdifferenzierenden Bewegungs-, Spiel- und Sportwelt sowie einer mehr und mehr digitalisierten Gesellschaft beschäftigen. Dabei steht vor allem die Erfüllung von Rollenerwartungen und der Beantwortung von Fragen in einer pluralen und von digitalem Wandel geprägten Gesellschaft und gesellschaftlichen Wirklichkeit seitens des ESBD im Fokus. Mein Fazit vorweg, für alle, die da noch einen Kaffee trinken wollen oder sonst was machen wollen: Es braucht vor allem ethisch geleitete und anthropologisch fundierte Antworten, die zu einem Konsens beitragen und Brücken zu staatlichen Prämissen bauen, zum Beispiel die Bildungsprämissen des Staats, sowie Impulse bezüglich eines tendenziell eher sitzenden und bewegungsarmen Lebensstils von Kindern und Jugendlichen in einer von technologischem Wandel geprägten Gesellschaft geben. Ohne einen solchen minimalen Konsens ist der institutionalisierte E-Sport in einer aufgeklärten Zivilgesellschaft nur bedingt zukunftsfähig. Die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen für einen Konsens kann der Staat aber nicht einfach so besorgen. Auch nicht, das wurde gerade schon gesagt, wenn ein Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD formuliert: Wir erkennen die wachsende Bedeutung des E-Sport, der E-Sport-Landschaft in Deutschland an, da E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir E-Sport zukünftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen. Ein Konsens ist letztlich das Produkt ethischer Einstellungen, Verhaltensweisen von Menschen und verbindlicher Maßnahmen. Dies soll in den nächsten 22 Minuten fokussiert werden. Zunächst die Fakten und eine triviale, aber weitreichende Feststellung vorab. Der schnelle Medienwandel ist nicht nur mehr eine Generationenfrage, sondern trifft alle Altersgruppen. Während sich die älteren, vermeintlich technikfernen Menschen immer mehr für den für sie nutzbringenden Medien annähern, erleben wir bei den Kindern und Jugendlichen einen gegenläufigen Trend. Demnach sind Kinder und Jugendliche, die mit Smartphone, Konsolen, Internet und sozialen Netzwerken aufwachsen, nicht selbstverständlich in der Lage, auch entsprechend kritisch und vielseitig kreativ mit diesen umzugehen. Kinder und Jugendliche werden durch digitale und virtuelle Welten immer stärker beeinflusst. Global agierende Superkonzerne haben dies für sich als profitables Geschäftsfeld entdeckt. Stichwort Big Data. In den ganz unterschiedlichen Settings und Lebensbereichen dominieren vor allem beschleunigte Prozesse der Einflussnahme von Google, Amazon, Facebook und Co. auf die Erziehung und Bildung bei Kindern und Jugendlichen.
Eine Teilmenge der Digitalisierungs- und Technisierungsprozesse im Kindes- und Jugendalter ist die veränderte Partizipation an digitalen Spielen, insbesondere seit der Jahrtausendwende. Kaum ein anderer Bereich der Freizeitgestaltung heranwachsender Kinder und Jugendlicher wurde in den letzten Jahren mit einer vergleichbaren Aufmerksamkeit bedacht. Aus diesem einfachen Computerspielen, in meiner Zeit noch Zocken oder Daddeln, mit einer eher negativen Konnotation, hat sich mehr oder weniger abseits der Öffentlichkeit das professionelle Gaming entwickelt und ist mit der Diskussion um E-Sport inzwischen inmitten unserer Gesellschaft angekommen. Folgt man den Ergebnissen der Gyms-Studie, so nutzen 44% der 12- bis 19-Jährigen den Computer oder die Konsole online. Etwa 80% der Jungen und 66% der Mädchen nutzen mindestens mehrmals pro Woche eine der genannten Möglichkeiten. Es wird deutlich, dass digitales Spielen stark in der jugendkulturellen oder einem jugendkulturellen Alltag verankert ist und integriert ist. Nur 18% der Mädchen und 3% der Jungen spielen nie. Zudem haben die digitalen Spielwelten für die Jüngsten die höchste Relevanz und mit zunehmendem Alter der Jungen und Mädchen sind sie weniger stark im Alltag verankert. Jugendliche mit formal niedrigem Bildungshintergrund spielen tendenziell häufiger als Jugendliche, die ein Gymnasium besuchen. Neue Technologien finden nicht nur bei Leistungssportlern und ihren Trainern, sondern auch bei Hobbysport, Fitnesstraining und anderen Aktivitäten außerhalb der Schule Verwendung. Ein Indikator dafür ist die Selbstvermessung des Menschen mitsamt seinen Lebensgewohnheiten und Inaktivitätsverhalten. Zum Beispiel durch Fitness-Tracker. Jeder von uns hat einen, so ein Ding meistens und wird freiwillig oder unfreiwillig von diesem überwacht und getrackt. Durch den Einsatz solcher Technologien verwischen die Grenzen zwischen Computerspiel, Leistungssport, Workout und Sportbericht. Parallel zur zunehmende Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche unserer Gesellschaft und der verstärkten Nutzung digitaler Spiele hat sich im Kontext von Gaming und E-Sport eine weltweite Community entwickelt, die etwa 180 Millionen Zuschauer betrifft. Auch ein neues Phänomen, was so noch nicht zu konstatieren ist. Für 2019 wird diese Zahl vermutlich auf über 300 Millionen steigen. Täglich sind global mehr als 10 Millionen Menschen aktiv. Computerspielen, Gaming oder auch E-Sports sind damit zu einem jugendkulturellen Phänomen avanciert, welches insbesondere die sogenannten Millennials und der Begriffe schon gefallen Digital Natives einschließt. Damit wird eine Generation markiert, die sich vor allem durch einen technikaffinen Lebensstil kennzeichnen lässt. Bei näherer Betrachtung der Entwicklung in diesem Kontext lassen sich grundsätzlich zwei Folgerungen ableiten. Einerseits lässt sich ein prosperierender Publikationsausstoß zum Thema E-Sports in den vergangenen 5 Jahren beobachten. Damit erfuhr das Thema nicht nur medial sehr starke Aufmerksamkeit, sondern wurde auch, geleitet von interdisziplinären Forschungsinteressen, Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Mit dieser medialen Aufwertung von E-Sports sowie der penetrierenden PR-Arbeit der Branche, durch die das Thema mehr oder weniger in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gedrückt wurde, ist auch das politische Interesse erheblich gewachsen, welches letztlich zur Verankerung in der politischen Agenda, der Kollege hat es gerade gesagt, geführt hat. Wie bereits erwähnt, ist die politische Platzierung das eine, die inhaltliche Ausgestaltung eine völlig andere. Andererseits treffen die Entwicklungen im Bereich des Gaming und des E-Sports auf einen klassischen organisierten Sport, der sich in einer tiefen Legitimationskrise befindet. Indikatoren hierfür sind der Rückgang der gesellschaftlichen Akzeptanz gegenüber dem Hochleistungssport und sportlichen Großereignissen auf nationaler und internationaler Ebene. Siehe Olympiabewerbung Hamburg, Garmisch-Partenkirchen und so weiter. Weiterhin lässt sich die bis dato ablehnende oder allenfalls ergebnisoffene Positionierung bezüglich der Anerkennung des Phänomens E-Sports beim DOSB sichtbar belegen. Dabei wird deutlich, dass die konstituierenden und strukturellen Merkmale des Sports nicht alleinig für eine Aufnahme in das Programm geförderter Sportarten herangezogen werden können. Dies trifft insbesondere auf die Aufnahmekriterien des DOSB zu. Ohnehin konstatieren bereits Hummel und Rütten 2001, der moderne Sport verkörpert gewissermaßen unter der Maske der Pseudonatürlichkeit geradewegs eine Erscheinungsform von Technologie, ohne dass dies überhaupt kritisch reflektiert und registriert wird, dass Technik und Technologie von vornherein konstituierende Größen des Sports sind. Schließlich wird auf internationaler Ebene mit der Aufnahme von E-Sport in Programme von Multisportereignissen experimentiert. Beispiel dafür sind die Asian Games, wo 2018 in Form von Demonstrationswettbewerben und 2020 Medaillenwettbewerben agiert wird. Das bedeutet allerdings nicht,
dass man ausgehend von diesen vorsichtigen Entwicklungen uneingeschränkt für eine unreflektierte Aufnahme des Phänomens E-Sport in den DOSB plädieren sollte. Zudem sind die formalen Aufnahmekriterien des DOSB und der LSB nicht so einfach zu erfüllen. Erst recht nicht für den relativ strukturarmen oder für die relativ strukturarme Sektion des E-Sports. Der DOSB verlangt in seiner Aufnahmeordnung, ich habe mal nachgeschaut, die Mitgliedschaft in der Hälfte aller LSB und 10.000 Mitglieder. Diese organisatorischen Voraussetzungen erfüllt der ESBD bisher nicht. Auch fehlt die Anerkennung als gemeinnützige Förderung, es wurde ebenfalls gesagt, des Sports im Sinne des § 52 Absatz 2 Nummer 21 der Aufnahmeordnung. Mit dem aktuellen Begriff von Sport, unabhängig ob tragfähig oder nicht, sowie dem damit im Zusammenhang stehenden Verständnis sieht Diegel eine wachsende Vielfalt von Funktionen impliziert. Demnach hat sich die limitierte Zahl an Handlungsmustern zu einer beinahe unüberschaubaren Gemengelage entwickelt, in der neue Organisationsgebilde mit einer sich kennzeichnenden Etikette des Sports einen Platz in der Familie des klassischen Sports suchen. Diegel sieht in diesen Entwicklungen einen Beleg für die zunehmende und sich immer mehr beschleunigende Versportlichung unserer Gesellschaft und bezeichnet die neuen Ableger als adoptierte Kinder der Sportfamilie. Gleichzeitig steht der Trend jedoch auch für die Entsportung des Sports. Dabei hat sich eines dieser adoptierten Kinder, der E-Sports, in den letzten 10 Jahren zunehmend professionalisiert, sodass einige deutsche Lizenzträger, in der Regel Erste Liga Fußball, Bundesliga, über eine Sektion E-Sport verfügen oder zumindest darüber nachdenken, eine zu gründen. In der Regel adressieren sie dabei Marketing-Effekte durch die Verwendung von einzelnen professionellen Spielern als Markenträger in der FIFA-E-Soccer-Welt. Weiterhin lässt sich beobachten, dass zunehmend auch im Hochschulsport das Thema E-Sport verankert wird. Einige Hochschulen sind hier Vorreiter und etablieren dieses Thema mehr und mehr an ihre Einrichtungen. Was sich noch beobachten lässt, ist, dass im E-Sport hochkompetitive, weitestgehend durchökonomisierte und kommerzialisierte Strukturen existieren. Diese bestimmen den Markt und die Hierarchie in der Szene enorm. Zudem lässt sich konstatieren, dass dieses E-Sport-Ökosystem bisher hochgradig apädagogisch ist, was sich an der Priorisierung der beteiligten Akteure ablesen lässt. Eine vergleichbare Situation findet sich auch im deutschen Fußball wieder, mit dem Unterschied, dass die Lizenzträger, in der Regel die Fußballvereine, die Gesellschafter der Trägergesellschaft des Ligabetriebs sind. Sie müssen sich also einigen, wenn sie die Regeln bestimmen. Das ist im E-Sport völlig anders, weil Publisher und Plattformbetreiber die Regeln festlegen. Die Institutionalisierung des E-Sports über die Gründung von Spitzenverbänden ist ein erster Schritt, der ein kleines Puzzleteil im Versuch der Harmonisierung der E-Sport-Landschaft sein kann. Ob er die potenzielle Anschlussfähigkeit gegenüber dem DOSB stärken wird, bleibt abzuwarten. Dies gilt vorerst insbesondere für den breiten sportlichen Bereich des E-Sports. Die Interessen von E-Sportlerinnen werden mit dem Internationalen E-Sport-Verband sowie auf nationaler Ebene mit dem ESBD zunehmend organisiert und institutionalisiert. Weitgehend unabhängig von dieser verbandlichen Entwicklung agiert die im Jahre 2000 gegründete Electronic Sport League, ESL, als mächtiger Player im E-Sport-Ökosystem. Wir haben Vertreter von dieser Organisation hier heute. Bei der ESL sind etwa 5 Millionen Spielerinnen registriert, in etwa 1 Million Mannschaften organisiert und in etwa 50 Spielen verschiedener Genres aktiv. Diese Games werden auf ESL TV, Twitch, YouTube und Events wie der ESL One Cologne 2016, der ESL Intel Extreme Masters sowie Messen wie der Gamescom und der Dreamhack präsentiert. Die Frage, und da komme ich eigentlich zum Pudels Kern, ist natürlich, die sich für den ESBD stellt, wie er sich in dieser komplizierten Gemengelage aus unterschiedlichen Partikularinteressen positionieren wird. Bezogen auf die 4 von mir genannten Attribute des E-Sports-Ökosystems stellt sich in diesem Zusammenhang nicht nur die Frage, wie er sich in diesem aufstellt, sondern auch, welche Vision er in einer pluralen Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur entfaltet. Dabei ist die Diskussion ob E-Sports echter Sport ist oder nicht, meines Erachtens wenig zielführend. Vielmehr geht es das, was E-Sport sein möchte und könnte, inhaltlich zu gestalten. Dabei kann der ESBD Ideen- und Identitätsstifter gleichermaßen sein. Stabilisierender Ideenstifter und Übernahme sozialer Funktionen für eine Kindheit und Jugend, die in einer pluralen Gesellschaft zunehmend nach wertbezogenen Orientierungspunkten sucht. Abseits des leibbetonten Sportverständnisses in einer auf Leistung ausgerichteten Gesellschaft kann der ESBD Identitätsstifter sein und positive Antworten auf drängende Fragen liefern. Wer bin ich? Was kann ich? Wozu bin ich da? Wohin gehöre ich? Was wird aus mir?
Zudem hat er die Chance, drängende Probleme des Sports im Allgemeinen und des Spitzensports im Speziellen zu überwinden, zum Beispiel Betrug, Infantilisierung oder Gewaltverherrlichung. Dies kann nur gelingen, wenn der ESPD sich an der Gestaltung eines nachhaltigen E-Sports orientiert, in dem nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische und soziale Perspektive eingenommen wird. Aktuell dominieren beinahe ausschließlich ökonomisch-kommerzielle Ziele im E-Sports-Ökosystem, die nicht zwingend mit der Satzung oder mit den Satzungszielen des ESPD korrespondieren. Hier muss der ESPD steuern und antreiben, indem er seine Position klar konzeptualisiert und entsprechend legitimiert. Andernfalls wird er getrieben und fremdgesteuert von Entwicklungen und Interessen der Personen und Institutionen, die im E-Sport-Ökosystem die einflussreichsten Positionen besetzen. Bezugnehmend auf die zu entfaltenden Strategien ist zu konstatieren, dass dem ESPD eine klare Steuerungsfunktion obliegt und zugeschrieben werden muss, die es erforderlich macht, gesellschaftliche Entwicklungen, Interessen externer Anspruchsgruppen sowie politische Strömungen, zum Beispiel den Koalitionsvertrag, aufzunehmen und bei der Umsetzung der eigenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Klingt trivial, ist aber ziemlich kompliziert. Nur so kann es gelingen, einen E-Sports Made in Germany den eigenen Stempel aufzudrücken. Mit dem Engagement muss eine Wachstumsstrategie angestrebt werden, die auf eigengeneriertes und eigeninitiiertes organisches Wachstum des ESPD basiert. Die Entwicklung und Besetzung des Kompetenzbereichs, insbesondere den Akteuren, den Prozessen und Strukturen, sowie der angestrebten Bekanntheit und des Images, muss von innen heraus mit Mitgliedern des Verbands geschehen. Es muss ein authentisches, werte- und markenkonformes sowie gesundes Wachstum des ESPD erfolgen. Dazu gehört ein entsprechendes Engagement, so wie in der ESPD-Satzung formuliert, welches sich auf die lokale, regionale und nationale Ebene bezieht. Es bedarf dazu auch der Prämissensetzung für eine symbiotische Förderung des Breiten- und Spitzensports gleichermaßen, da auch hier Entwicklungen drohen, die sich mit den aktuellen oder mit denen im aktuellen Sport vergleichen lassen. Stichwort Sport 1 und Sport 2. Dazu sollte der ESPD so spezialisiert wie nötig, so differenziert wie möglich vorgehen, um alle zu adressierenden Anspruchsgruppen mitzunehmen. Will der ESPD nicht nur Interessensvertreter der Publisher sein, muss ein gemeinsam getragener Wertekanon sensibel vom Verband aus betrieben und gesteuert werden. Hier spielt die ESPD-ESL-Personalunion Jan Pommer unter Wahrung der verbandlichen Interessen eine wesentliche Rolle. Was kann der ESPD leisten und was nicht? Was sind seine Aufgaben in dieser teilweise unüberschaubaren Anzahl aus Interessen und Anspruchsgruppen? Für was steht der ESPD? Was ist sein Beitrag für die Gesellschaft? Diese Fragen muss sich der ESPD selbst beantworten, um sich gegenüber den gesellschaftlichen Erwartungen und Erwartungserwartungen zu immunisieren. Dabei sollte er nicht den Fehler machen, ähnlich wie im organisierten Sport in den 1990er und 2000er Jahren, gesamtgesellschaftliche Probleme lösen zu wollen. Ähnlich hier, keine Macht den Drogen, kann man so stehen lassen. Dabei kann der Verband grundsätzlich nur verlieren. Wichtig ist es jedoch, dass er hier eine eindeutige Positionierung abgibt. Ein möglicher Bezugspunkt könnte der kritische Umgang mit der Bewegungsspiel- und Sportkultur als unverzichtbarer Bestandteil einer ganzheitlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sein. Dabei sehe ich, analog zum Sportunterricht in der Schule, einen Doppelauftrag beim ESPD. Zum einen die Entwicklungsförderung durch Bewegungsspiel und Sport, zum anderen die reflexive und kritische Erschließung der Bewegungsspiel- und Sportkultur. Dabei liegt der Fokus neben der Förderung motorischer Kompetenzen eben auch auf sozialen und kognitiven Kompetenzen als besonderer Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Ziel muss es sein, Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Welt zu ermöglichen und ihnen die Möglichkeit zu schaffen, Kompetenzen zur Teilhabe an unserer Gesellschaft zu erwerben. Wenn diese eben im thematischen Schwerpunkt der Medienkompetenzen liegen, ist das völlig legitim. Abschließend möchte ich mit meiner Keynote mit den Worten Steve Jobs, die sich beinahe 1:1 auf die Belange des ESPD übertragen lassen. Wenn sich der Verband gesichtbar und nachhaltig in der Bundesrepublik positionieren möchte, wird die Vernetzung und Kooperation als Form des Zusammenwirkens staatlicher und gesellschaftlicher Akteure auf dezentraler Ebene bezüglich erst noch zu beantwortender Bildungsfragen ein Schlüsselmoment darstellen. Die Öffnung des Bildungsbegriffs durch ein erweitertes Bildungsverständnis lenkt den Blick auf unterschiedliche Bildungsorte und Bildungsmodalitäten, einschließlich der Wertschätzung sogenannter Alltagsbildung und der Entstehung kommunaler Bildungslandschaften. Diese Entwicklungen kann der ESPD als Einfallstor nutzen, um mit einer pädagogischen Programmatik einen nachhaltigen Einfluss auf die Schulpädagogik,
Sportpädagogik und Sportdidaktik zur Erörterung des Verhältnisses von Lernen, Bildung und Training im Kontext von E-Sport zu eröffnen. In Bezug auf den Schulsport im Allgemeinen und den Sportunterricht in der Schule im Speziellen ergeben sich in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Fragestellungen, die vor allem auf die pädagogische Bedeutsamkeit und Relevanz rekurrieren. Lässt sich mit Blick auf die Präferenzen zu einem überwiegend technikinduzierten Lebensstil in der Kinder- und Jugendkultur Gaming und E-Sport für den Einsatz im Sportunterricht überhaupt nutzbar machen? Lässt sich die virtuelle mit der realen Welt innerhalb des Sportunterrichts verknüpfen? Welche bildungsförderlichen und curricular relevanten Potenziale halten Gaming und E-Sport für den klassischen Sport im Rahmen des Sportunterrichts bereit? Lassen sich Begabungen im Gaming und des E-Sport im Rahmen des Sportunterrichts fördern? Welcher unterrichtliche Programmatik bedarf es, um die Themen Gaming und E-Sport im Sportunterricht zu platzieren? Welche Facetten des Gamings und E-Sport sind dazu geeignet und vor allem, welche sind problematisch? Und abschließend, welcher E-Sport pädagogischer Kompetenzen bedarf es auf Seiten der Lehrkräfte, um Gaming und E-Sport im Sportunterricht zu thematisieren? Es wird deutlich, dass sowohl für den traditionellen Kinder- und Jugendsport in den Vereinen als auch für das tradierte Verständnis von Sportunterricht aus diesen Entwicklungen Herausforderungen von bislang noch nicht übersehbarem Ausmaß und Tragweite entstehen. Der Veränderungsdruck, insbesondere auf die Vereine, aber auch auf den Sportunterricht, wird mit Blick auf die eingangs erwähnten gesellschaftlichen Veränderungen mit Gewissheit beachtlich zunehmen. In die Zukunft gedacht muss man sich fragen, ob sich die Verbindung des Lebensraums Schule und des herkömmlichen Schulsports mit den Potenzialen des E-Sports als Ganztagssport, als Kinder- und Jugendsport in der Ganztagsbildung in neuen hybriden Strukturen von schulischen Sportangeboten im Sinne unterrichtlicher, unterrichtsaffiner und außerunterrichtlicher Art einer neuen Qualität für alle Kinder und Jugendlichen etablieren kann. Diese Entwicklungen werden auch das Professions- und Rollenverständnis der beteiligten Akteure, insbesondere der Sportlehrerinnen und Lehrer sowie Übungsleiter und Übungsleiter, als auch Trainerinnen und Trainer maßgeblich beeinflussen. Für die Gestaltung dieses Transformationsprozesses braucht es kompetente Partner an der Schnittstelle von beruflicher Ausbildung und berufsfeldspezifischer Kompetenzentwicklung, Stichwort Lehrerbildung. Dem ESPD kommt die Aufgabe zu, sich in dieser im Umbruch befindlichen Bildungslandschaft zu positionieren, proaktiv die eigene bildungsbezogene Programmatik voranschreiben, um als Mitgestalter überhaupt erst wahrgenommen zu werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hast noch in der Zeit? Ich habe, ja, war nur in der Zeit. Ja, ist in Ordnung. Ja. Alles klar. Ja, das war ganz schön Input. Vielen Dank. Wir nehmen den jetzt mit für unser erstes, also eigentlich müsste man den Leuten ja jetzt 15 Minuten Zeit geben, um das zu verarbeiten. Ich habe so eingeplant, genau, dass wir noch Fragen beantworten können, theoretisch, wenn es geplant ist, aber... Wenn wir noch Zeit haben, ja, dann gerne. Wir haben aber keine, also da muss man schon laut brüllen und am besten wiederholen Sie die Frage für den Stream. Gibt's ein Mikro? Genau. Bitteschön. Ach, wir haben ein Mikro. Ich gehe mal eben. Du machst das? Alles klar. Ich komme wieder hoch. Hi. Also ich muss sagen, ich danke Ihnen sehr für diese Forderung, auch die Sie aufgestellt haben. Und ich möchte auf etwas aufmerksam machen, dass es dazu schon einiges gibt. Ich bin Peter Lemke, ich mache die deutschen Games-Schulmeisterschaften im E-Sport seit 12 Jahren und bin genau mit dieser Problematik konfrontiert. Nämlich, was machen wir wirklich mit den Schulen? Wie arbeiten wir da? Ich habe dafür angefangen, Regio-Play-Schulmeisterschaften zu machen. Und zwar eigentlich mit dem Hauptziel, die Schüler selbst zu beteiligen an den Veranstaltungen und selbst etwas zu machen. Und Kämpfe seit dieser Zeit können sich vorstellen, ich muss aber sagen, mit Unterstützung der ESL, auf diesem Sektor. Wir haben wirklich viele Dinge vor und noch zu Ihrer Ergänzung, was die Gemeinnützigkeit betrifft. Ich habe aus diesen Gründen im letzten Jahr einen Verein gegründet, der heißt Play S-E-S geschrieben, Hansespiel. Und für diesen Verein haben wir die Gemeinnützigkeit, weil ich von einer ganz anderen Seite komme. Ich komme von Spiel und Kultur. Und ich denke, das ist ein Aspekt, den Sie angesprochen haben, der hier einbezogen werden muss. Es geht um den Sport, der mich nicht so sehr beschäftigt, ob Sport oder Nicht-Sport. Ich halte es für sehr wichtig, dass es auch als Sport anerkannt wird.
Aber es gibt die ganz andere Seite. Es gibt auch diejenigen, die gar nicht Sport machen wollen in dem Sinne oder machen können oder die Affinität nicht dazu haben. Und wir erreichen alle deutschen Schulen. Ich wollte nur in diesen kleinen Hinweis sehen, dass nämlich dort Arbeit existiert und seit langem gemacht wird, mit viel größeren Schwierigkeiten natürlich, als der Sport sie hat oder als alle diese, als auch der ESB, der ja Unterstützung von dieser Seite kriegt, die ja auch Erfolg haben. Und das ist wunderbar, der treibt das voran. Das war es eigentlich, was ich Ihnen ergänzend sagen wollte. Ja, vielen Dank für die Mitteilung oder für diese Information. Ein Teil davon kenne ich bereits aus dem, was ich im Internet gelesen habe sozusagen. Aber hier der Punkt, den ich gern noch mal deutlich machen würde. Wenn man mit Vertretern aus Schulsport in den Ministerien spricht, plus die Schulsportberater, kann es passieren, dass so eine Veranstaltung meistens beginnt in einer geordneten Runde, auch teilweise eskaliert, weil natürlich bestimmte klassische Sportlehrer sofort Pickel kriegen, wenn sie den Bereich E-Sport irgendwie auf ihren Sportunterricht übertragen sehen. Und da an der Ebene, auf der Ebene kämpfe ich sozusagen mit den Ministerialvertretern und in Teilen auch ein bisschen mit der KMK, wo hier Themen angeregt werden, die so gar nicht in das Verständnis von Sport passen, vom klassischen Schulsport, geht weiter über verschiedene Redaktionsteams, Zeitschrift Sportunterricht, die dieses Thema eigentlich grundsätzlich ablehnen. Aus meiner Sicht unbegründet. Ich bin jetzt kein Verfechter des E-Sports in allen Bereichen, sondern man muss da wirklich kritisch, reflexiv rangehen, zu welchen gesellschaftlichen Funktionsbereichen E-Sport passt und wo nicht und wo man ihn integrieren kann. Okay. Ja, wir sollten uns stärker unterhalten, glaube ich. Es gibt nachher auch Networking um 18 Uhr. Genau, perfekt. Ja, haben wir noch Zeit oder machen wir jetzt weiter? Wir machen jetzt weiter, wa? Okay, dann bedanke ich mich. Vielen Dank nochmal. Kleiner Applaus bitte nochmal.